Sehr gut. Ja, bestimmt gibt es viele Gründe, die uns also ziehen. Es gibt bestimmt viele Vorteile. Also vielleicht ist in der Stadt Leben vorteilhaft. Sehr gut, Sakti. Also nächste Person. Man kann auch das als Debatte führen, wenn Sie wollen. Also Sie sind eine Seite. Kann man auch also beide über beide Situation sprechen. Ja, nächste Person bitte. Wer will? Ja, Sakti hat schon gesagt, dass es gibt ja viele Gründe. Einige Eltern wollen in die Stadt ziehen, nur weil da vielleicht bessere Bildung ist. Sie verlassen das Land für Kinder, für Nachwuchs. Sie denken, dass egal wie ich mein Leben also geführt habe, aber meine Kinder sollten besseres Leben führen. Das ist auch ein sehr wichtiger Grund. Ja, sehr gut. Okay, wer will jetzt? Ja, bitte, bitte schon. Danke dir. Sie haben sehr gut gesagt, dass die Ausbildung ist gut in der Stadt. Aber ich habe die 10 Jahre Erfahrung und ich habe gefühlt, dass die Leben in der Dorf besser ist. Ich habe einen Artikel aufgeschrieben, hallo Gerti und Salam Bati. Ein bisschen lauter bitte. Ein bisschen lauter bitte. Danke. Ja, ich habe einen Artikel geschrieben und das ist auf Hindi eigentlich. So, chalo ghar ki or chalein. So, when man feel verdient, yeah, in not only of them land, can man feel guilt verdienen, as gibt so viele und gute Ausbildung, aber man braucht ruhig auch. Man soll ruhiger sein. Und die in der Dorf, das Leben ist sehr gut und ist leicht. Das Leben ist sehr leicht auch. Und man kann keine Stress und es gibt keine Verschmutzung auch. Ja, man das ist Fakt, dass man ein bisschen kaum verdient, aber das Leben ist sehr, sehr gut. Das habe ich gefühlt. Vergleich zu Delhi und Mumbai, ich glaube, dass Jaipur ist wie ein großer Dorf. Es ist kein so, ja, Metro City. So, Leben hier ist ja kein Problem, ja, ich glaube. Ja, du hast recht. Also diese Städte waren auch irgendwann Dörfe. Und wenn ein Dorf groß wird, wird das Dorf dann eine Stadt. Natürlich. Okay, Freunde. Also wir haben ja viel diskutiert. Es gibt schwere Entscheidungen, ob man nun Land oder in der Stadt. Ein Zuhause ist mehr als ein Wort. Und einen nachhaltigen Lebensstil lässt sich auch überall ansterben oder verwirklichen. Was ist schlecht, was ist gut? Das muss man vielleicht selbst entscheiden. Ja, Rajan hat auch schon gesagt. Ja, ich möchte sagen, das ist egal, wo man wohnt. Aber man soll glücklich sein und man soll eigene Leben gute Weise führen. Das ist alles. Richtig, das ist wirklich Fazit. Egal wo wir wohnen, aber glückliches Leben führen wir. Und soll auch anderen helfen. Das soll ich. Ja, helfen. Das ist richtig. Und auch man lebt in Geist und in Seele, nicht in draußen. So, mein geistig geduld und zufrieden ist egal wo er lebt in Stadt oder Dorf, das ist keine Frage. Genau. Man lebt in Geist und Seele. Yeah. Genau. Wir alle meinen vielleicht die perfekte Mischung aus Stadt oder Landleben bleibt für meisten ja immer noch ein Traum, aber wir müssen selbst entscheiden.
Niemand kann uns etwas empfehlen. Genau. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen uns ja natürlich morgen wieder. Und sprechen.